Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. Liebe Brüder und Schwestern, gestern Morgen hat ein junger Mann mit mir telefoniert und gefragt, welche Gebete man in dieser Zeit beten soll. Ich empfehle, dass ihr einfach normal weiterbetet. Der Rosenkranz ist eine sehr starke Waffe. Versucht, in den Anliegen der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, zu beten. Sie wird ganz starke Fürsprecherin sein in unseren Anliegen. Aber in dieser Zeit dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Tisch des Wortes Gottes reich gedeckt bleibt, auch wenn wir nicht zur Heiligen Messe gehen können. Ich empfehle euch, die Lesungen des Tages, die ihr auch auf Internet finden könnt, immer zu lesen, langsam zu lesen. Vielleicht verstehen wir nicht alles aus diesen Texten und mancher Schlüssel liegt verborgen in dem Psalm, weil der Psalm immer ein Gebet ist aus einer konkreten Situation heraus, so wie auch heute, wo König David betet. Aber ich will zuerst das Evangelium lesen und dann zu König David zurückkommen. Wir lesen also in der dritten Woche, Samstag, aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In unserer Seele spüren wir, welches Gebet dem Herrn gefällt. Jesus hat eigentlich nur ein Beispiel erzählt. Er hat es nicht mit konkreten Personen erzählt, keine Namen darauf gesetzt. Aber wir erleben alle konkrete Situationen. Und im Psalm 51, der auch der Bußpsalm genannt wird und der heute zwischen den beiden Lesungen steht, da ist sehr klar geschrieben, welches Gebet und welches Opfer dem Herrn gefällt. Hier können wir lesen: Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. König David hatte eine große Schuld auf sich geladen. Als seine Soldaten im Krieg waren, war er zu Hause geblieben und hat von seinem Dach aus die schöne Batseba, die Frau des Uriah, erblickt und er hat mit ihr Ehebruch begangen. Um diesen Ehebruch und die Schwangerschaft dann zu vertuschen, hat er Uriah nach Hause beordert und ihn aufgefordert, zu seiner Frau zu gehen. Aber Uriah hat gesagt: Solange meine Männer im Kampf sind, kann ich es mir nicht gut ergehen lassen und will ich nicht das Haus meiner Frau betreten. Ich will nicht in mein Haus hineingehen. Also hat David ihm ein Schreiben gegeben an seinen Offizier, Uriah in die vorderste Reihe der Front zu stellen, damit er dort sicher den Tod finden werde. Große Schuld, Ehebruch,
bewusster Mord und Totschlag hat David sich zu Schulden kommen lassen. Natürlich können wir sagen, ich habe keinen Ehebruch begangen, ich habe niemand etwas genommen, ich habe niemand getötet. Das sind die Sätze, die wir oft hören, auch wir Priester hören sie oft. Aber wenn wir tief in uns hineinhören, entdecken wir da nicht auch einen Kern Stolz, so wie der Pharisäer, der sich vorne hinstellt in den Tempel, wie dieser Pharisäer, der betet und sagt, ich bin nicht wie die anderen Menschen, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zöllner dort. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden immer jemanden finden, der irgendetwas getan hat, das wir nicht getan haben. Ist es richtig, damit unsere eigenen Mickrigkeiten, unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Sünden zu verderben? Es gibt nur einen Weg, vor Gott gerecht zu sein. Schaut, David hätte Tausende von Schlachtopfern opfern können. Er hätte so viele Tiere, Herden opfern können, das Blut von Tieren vergießen, aber hätte das Blut von Tieren seine Schuld, seine Sünde von ihm weggenommen? Wir alle kennen die Antwort. Wir wissen, dass die Tiere keine Sünden wegnehmen können, auch das Blut von Tieren nicht. Wir wissen, was es braucht, damit Sünden vergeben werden. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Das ist das Opfer, das Gott gefällt. Brüder und Schwestern, es ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir unsere eigene Schuld erkennen, wie in jeder Zeit, auch besonders in der Fastenzeit. Es ist die Zeit, wo wir bei uns selbst erkennen, was nicht richtig ist. Es ist die Zeit, wo wir uns selbst vor Gott anklagen und Gott um sein Erbarmen bitten. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen in dieser Zeit das Wort Gottes mit großer Liebe annehmen und Gott bitten, dass diese Zeit eine Gnadenzeit für uns selbst und für viele Menschen wird. Sicher ist es eine Zeit der Reinigung, aber es ist auch eine große Chance. Es ist eine Zeit der Annäherung an Gott. Wir können Gott ganz nahe kommen. Ich darf euch Folgendes ganz persönlich sagen. Wo ich jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit wirken kann, bin ich vielmehr im Gebet. Das ist auch der Platz eines Priesters. Und ich merke jetzt und ich spüre, je mehr ich im Gebet bin, umso realer, umso konkreter, noch konkreter wird meine Beziehung zu Gott. Nicht andere Menschen können mir direkt helfen, aber Gott ist mein Helfer. Gott ist und bleibt unser Helfer. Er wird uns nahe bleiben und er ist uns nahe. Ich ermutige dich heute allein oder in der Familie, soweit es möglich ist, das Wort Gottes einfach zu lesen, auch wenn du nicht alles verstehen wirst. Aber das Wort Gottes wird seine Wirkung haben, wird langsam dich verändern. Durch das Wort Gottes hast du Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft und Kommunion mit Gott. Und dazu segne dich, deine Familie, dein Haus, alle deine Lieben, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Von Herzen wünsche ich dir und deinem Haus einen gesegneten Tag.